So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Klass Let's play 395, Townsim. ja, Berlin. Heute mit dem Felix. Guten Tag zusammen. Genau. Und der British Rail Class Du bist in der 395 Simulation einer Cleveland. British Rail Class 395 von Southeastern. Solltest du diesen Genau, ich überspringe das mal. Der Kompressor. Margate. Nicht Margate, Runde. sondern die Runde. Aber wir fahren nicht die komplette Runde, also von St. Pancras nach St. Pancras. Das würde nämlich knappe 3 Stunden dauern. Sondern wir fahren mal nur bis bis Ashford International. Das dauert wahrscheinlich ungefähr 1 Stunde. Ah! Auch eine Hallo. Class 395 als Gegenzug. Ich rüste den hier mal auf. Batterie. Führerstand aktiviert. Oder ein Führerstand. Dann Stromabnehmer. Pantograph gehoben. So. Richtungsschalter, Bremse lösen. Bremse gelöst. Klimaanlage aktiviert. Klima funktioniert, lassen wir aber aus. Klimaanlage Da fährt gerade ein deaktiviert. Eurostar raus. Eine Class 374. Die bist du, glaube ich, auch schon mal gefahren, Felix, oder? Ja. Genau, da fährt er gerade neben uns raus. Das Horn funktioniert auch. Der Sandstreuer auch. SIFA und die ganzen anderen Lichter. Knöpfe testen. Scheibenwischer geht auch. Türen schließen. Türen Welcome geschlossen. aboard the Southeastern Service to Dover Priory. Jetzt stelle ich die AFB ein. 50. Aber was für 50? 40. 40. So. Ich würde sagen, die erste Abfahrt hören wir uns mal drinnen an und die nächste machen wir dann draußen, oder Felix? Ja, das ist ein ganz guter Plan. Gut, dann AFB fahren wir mal los. aktiviert. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 km pro Stunde. Wir sind derzeit im Wechselstromnetz. Man hört's. Also mit Oberleitung. Und go. Genau. Der Zuglängenmesser, wir haben den Bahnsteig komplett verlassen. Ein paar Weichen. Jetzt sind dann gleich 160 erlaubt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich stelle die AFB Ja, schon mal müsste hoch. passen. Ich bin die Strecke sehr lange nicht mehr gefahren. Deswegen. Du machst das auch so, dass du mal auf die Steuerungstaste mit drückst, ne? 160. Ja, genau. Sonst redet er einfach so lang. Ja, Ich mach habe ich jetzt die auch. AFB schon hochgestellt und roll gerade nur so dahin. Ich kann eigentlich auch Die ohne AFB erlaubte fahren. Das wird mir immer wieder Fahrgeschwindigkeit Spaß machen. beträgt 160 km Ist pro bequemer. Stunde. Mit AFB ist bequemer, ja. Aber ohne ist spannender. So, ich habe jetzt den Zuglängenmesser gedrückt. Ich beschleunige nämlich erst, wenn ich mit dem ganzen Zug an der Tafel vorbei bin, wo die 160 erlaubt sind. Genau jetzt. Und ich beschleunige manuell. Kann ja sonst immer noch die AFB dazuschalten. Gehen wir mal kurz raus. Außen. Irgendwie friert mein PC gerade ein. Bitte? Ach, mein PC ist nur gerade kurz eingefroren. Gehen wir mal wieder rein. 110 km pro Stunde. Ich drehe doch die aktiviert. AFB auf. Hast schon recht. Ist deutlich bequemer. 8.496. Genau. Der nächste Halt ist Stratford International. Auch noch in London. Davor kommt aber noch der Tunnel hier. Ah ne, das war eine Brücke. Das ist jetzt der Tunnel. Mit einem Junction Die zur erlaubte West London Line. Fahrgeschwindigkeit beträgt 200 km pro Stunde.
wieder Zuglängenmesser drücken. AFB schon mal hochstellen. AFB aktiviert. Und den beschleunigen lassen. Die Motoren sind sehr leise. Aber gut, das liegt daran, dass der erste Wagen nicht angetrieben ist. Das ist nur ein Steuerwagen. Die Antriebseinheiten sind nur in dem mittleren Vierwagen. Okay. Die Endwagen werden geschoben bzw. gezogen. Außen. Ja, mein PC ist etwas überfordert. Eindeutig. Genau. 6,4 Kilometer noch bis Stratford International. Wobei International ja nicht stimmt. Da halten nämlich keine internationalen Züge an. Kein einziger Eurostar oder so. Aber okay. Aus irgendeinem Grund hat man es trotzdem so genannt. Frag mich nicht. Und wahrscheinlich, weil es schon Stratford gab. Klingt irgendwie wie so eine Hupe von irgendeinem Vergnügungspark, von diesen Fahrgeschäften. Was meinst du? Die Hupe hier. Klingt ein bisschen wie in diesen Vergnügungsparks bei den Autodromen und so, die Hupen. Stimmt. Außen. Ja, 200 sind schon schnell. Ja, definitiv. Also vorausgesetzt natürlich, der PC spielt auch mit. Lassen wir den PC nicht überfordern. Nee. Ja, genau, könnte passieren. Ich wollte gerade noch ein paar andere Fenster zumachen, um ihn zu schonen, aber ich komme gar nicht aus dem Programmfenster raus, ohne dass ich Sorge habe, dass er abstürzt. Ja gut, mein PC ist halt schon alt. 7 Jahre. Und Tramsim braucht sehr viel von den Kapazitäten. Ah, nee, jetzt komme ich raus. Mache ich das mal zu? Das ist nur Orte. Ach, nur Ordner. Genau, jetzt passt. Jetzt ist nur noch das Nötigste offen. Begrenzung von 130 km pro Stunde in 1500 Metern voraus. Das TVM bestätigen. Du lässt ihn so abbremsen. Ich lasse ihn mit der AFB abbremsen, ja. Das genügt. Außen. Gleich viel langsamer. Klimaanlage aktiviert. Klimaanlage deaktiviert. Ja, wie findest du diesen Zug vom Sound her? Du bist den ja auch schon ein paar Mal gefahren. Der ist nicht schlecht. Ja, ich habe bei dem geschaut, dass ich die unterschiedlichen Sounds zwischen Gleichstrom und Wechselstrom nachbilde. Ich glaube, dass es mir ganz gut gelungen ist. Genau, Stratford International. Bremse angezogen. Jetzt sind wir aus dem Tunnel raus. Außen. Nächste Station. Genau, warten wir mal am Bahnsteig auf den Zug. Das dauert zwar noch, bis er da ist. Genau. 405. Das dauert noch lang, bis der Zug hier ist. Hei, hei, hei. 59. Verspätung. Typisch deutsche Bahn. Nee.
Ich bin da schon so früh rausgegangen. Ja, ich weiß. Bei mir hat Spaß gemeint. 307. Ja, aber für die Deutsche Bahn wird es sogar zutreffen. Tragischerweise. Ja, die Deutsche Bahn findet ja selbst schon gefahren. Ja. Nee, die... Weiß nicht, irgendwie. 100. Ich mag sie nicht so. Hab die österreichischen lieber. Tja, kommst du auch da weg. 42. Ja, wahrscheinlich deswegen. 106. Ah, da hört man die Schienen. Bisschen, ne? 28. Jetzt nimmer. 46. Jetzt ist er schon zu langsam. Bremse gelöst. This station is London Stratford International. Türen geöffnet. Genau. Zugspitze. Fährt wieder ein anderer Zug raus. Der fährt ja eigentlich gar nicht, dieser Eurostar, aber egal. Machen wir mal die Türen zu wieder. Und hören wir ihn uns mal von außen an. Türen geschlossen. Southeastern Service to Dover Priory. 27.092. AFB aktiviert. Genau, da hört man jetzt, dass der erste Wagen nicht angetrieben ist. Hier der zweite ist jetzt angetrieben. Der dritte auch. Der vierte auch. Der fünfte auch. Und der sechste wieder nicht. Vor dem Zug. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 200 km pro Stunde. Ja, mein Computer ist etwas überfordert. 165. Vielleicht halten wir aus Sicherheitsgründen auch einfach gerade wieder an und beenden die Aufnahme hier mitten auf der Strecke. Bremse. Ja. Weil ich weiß nicht, wie lange der das noch macht. Deswegen. Ach, er raucht uns ab. Nee, ich habe eher Sorge, dass er die Aufnahme abbricht und wir dann die ganze Aufnahme verlieren. Deswegen. Das wäre nicht gut. Nee, nee. Aber ja. Demnächst können wir es ja wieder umgekehrt machen.